Voll in den Kopf gestoßen. Jo Leute, was geht ab zum neuen Video heute auf meinem Kanal SPDC? Und ja Leute, heute kommt ein neues Format. Und zwar habe ich mir gedacht, da sich Snapchat eine kreative Idee einfallen lassen hat und auch TikToks eingeführt hat, genauso wie Musical.ly, TikTok, Instagram, Snapchat, da gibt es jetzt auch TikToks für alle Menschen, die noch hinterm Mond leben. Und ich würde sagen, wir machen ein neues Format, da es das noch nicht auf YouTube gibt. Und zwar, wir reagieren auf Snapchat-TikToks. Let's go! Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das erste Video jetzt mal gemeinsam an. Dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da ganze 3 Jahre dran saßt und deswegen finde ich das dann auch nicht sonderlich cool, was du da gemacht hast. Willst du jetzt, dass ich dir sage? Glückwunsch! Weiter geht's. Jetzt bin ich gespannt. Ah. Alter, wenn das wirklich so wäre, das wäre so krass. Es wäre so krass. Dafür gemacht. Ich kann das nicht mal so mit Socken und ihr macht das einfach auf einer Straße mit Schuhen. Also ich finde das irgendwie sehr, sehr niedlich wohl. Kuss raus. Dass die Katze das so macht. Aber ich bin kein Katzenmensch, ich sag's jetzt so, wie es ist. Und dafür, wenn die mich Leute haten, ich bin einfach ein Hundemensch. Ich finde Katzen, keine Ahnung, mag ich nicht so richtig. Aber das war ein sehr, sehr süßes Video. Und Leute, dann mache ich mit euch ein Video, wie wir uns das zusammen angucken. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich hoffe, ihr freut euch. Wie? Wie kannst du? Wie kannst du es wagen, mir das anzutun? Wie macht Nutella so? Wisst ihr, ich habe ungelogen heute noch eine Nutella aufgemacht. Wisst ihr, wie behutsam ich das aufgemacht hat. Ich habe nicht den ganzen Rand abbekommen. Dann habe ich mit meinen Fingernägeln den Rand extra noch abgemacht, damit es schön aussieht. Was macht er? Ich fühle mich mega verarscht, Digga. Also erstmal gehe ich natürlich davon aus, dass der Dame nichts passiert ist. Und dann muss ich sagen, ist ja auch selber schuld. Ich meine, wer geht in ein Sandloch rein? Ich meine, ja, keine Ahnung, was. Wo ist einfach der Sinn dahinter? Also ich verstehe das nicht. Es gibt auch einfach Leute mit einem geringeren IQ. Halt dein Schnauze! Run. Dieses Video ist ja mal das geilste Video, was ich je gesehen habe. Eine 2000 Milliarden IQ-Möwe. Ich weiß nicht, ist das Möwenfutter? Oder riecht, können Möwen riechen? Nö. Wie schlau kann die denn bitte sein, um sich genau das auszusuchen und dann auch noch abzuhauen, so als wäre so ein Mensch, als wüsste die, dass sie gerade was klaut, hä? Das ist ja richtig geil. Und ich würde sagen, dass wir damit
die gute alte Reaktion auf Snapchat, TikToks beenden, wenn sie euch gefallen hat. Dann lasst doch mir gerne ein Like da. Wir sind auf dem Weg zu den 200 Abonnenten. Wir haben jetzt gerade 180 geschafft. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Und ich würde sagen, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.